Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich begrüße euch zu dieser neuen Folge von Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wenn du jetzt zufällig mitten in dieses Abenteuer hineingeplatzt bist, hier geht's zum Anfang zur ersten Folge. Ansonsten auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen, Link dazu in der Videobeschreibung, wenn du mal live dabei sein willst. Ansonsten genug geschnackt, los geht's mit dieser Folge. Auf geht die wilde Fahrt auf ein neues. Steigen wir ein in Ayuden Chronicle. Ausgangsbasis hier wieder unsere Basis. Da habe ich zuletzt, bin ich so verblieben. Hier habe ich jetzt auch, ich habe mal meine Basis abgegradet beim letzten Mal. Und dadurch gibt es jetzt die Schnellreise innerhalb der Basis, was auch sehr dankbar ist. Mal meine Ressourcen ansehen. Ich glaube, ich sollte mal im Lager vorbeischauen und ein bisschen was loswerden. So, Schlossebene 1 müsste das sein, wenn ich mich nicht täusche. Menü quillt ja schon wieder über. Dann werde ich nämlich einfach mal hier vielleicht noch ein paar Runen ausrüsten. Mal gucken. Ja, herausnehmen. Ah ne, lagern wollen wir ja. So. Magisches Verständnis 90 MP bei einem Verbündeten her. Uiuiui. Den kann ich eigentlich verkaufen. Brosche ist ganz gut, aber die Ringe sind halt. Die braucht man nicht mehr. Die Rune der Flut kann weg. Magisches Schwert des Wasserattributs und Widerstandsmagie können verwendet werden. Okay. Rückschlitzer kann verwendet werden. Mächtiger Schlag kann verwendet werden. Das mal weg. Tja, die behalte ich mal. Gut. Hier kann ich noch verkaufen. Aus dem Lagerhaus. Ich denke mal, die Ringe kann man verkaufen. Ah, die Perlen vielleicht nicht, aber die kann weg. Ich hätte meine Runensammlung plus eben die Schleife. Das Ganze. Runen ändern. Jetzt gucken wir mal. Also die Windrune gefällt mir nicht. Dann kann eine Dreier. Rune des schnellen Schlitzers. Schneller Schlitzer kann verwendet werden. Klingt eigentlich ganz interessant. Schlafschlitzer. Oh, mal den rücksichtslosen Schlitzer. Wer ist noch in meiner Truppe? Passiv habe ich noch gar nichts so weiter. Sie hat die Rune des Windes. Rune der Flut. Wassermagie der Stufen 3 bis 5. Das ist ja, das wäre ja was hier für Francesca. Francesca. Periel ist voll ausgestattet. Hier ist wieder eine aufgegangen. Rune der Kraft, Rune der Magie wahrscheinlich, ne? Dass man die Magie nochmal hochsetzt.
Oder Verteidigung hoch. Ach, HP ist eigentlich auch nicht schlecht. Machen wir mal das und jetzt Francesca. Mit 42 wird es erst freigeschaltet. Ho. Na, leck mich am Poppes, ey. Da kann sie ja schon viel früher. Könnte sie eigentlich zusätzlich heilen, ne? Aber naja, ist gut zu wissen. Sie ist ja nur Support. Okay, jetzt ist mein Inventar 20 von 30. Ich habe ganz schön viel Gegengift, ja. Magische Tropfen habe ich auch einiges. Den muss ich noch verkaufen. Mein Gott. Das ist ja wieder ein Hin und Her hier. So. Wenigstens das noch. Gut. Haben wir das auch verkauft. Kann ich einen Support, einen anderen Support vielleicht mitnehmen? Do, you know. Kurz. Kochen vor dem Kampf für die ganze Gruppe. Nee, dann belassen wir es mal. Ja, ja, ist doch gut. So, jetzt gucke ich hier nochmal kurz, weil jetzt weiß ich nicht mehr, was Stand der Sache ist. Genau, ich hatte abgegradet. Aber da fehlt er mir für den Angelplatz. Ich kann ein Restaurant bauen. Die Kartenladen habe ich gebaut. Aber ich denke mal, demnächst wird es auf Ressourcen gehen. Selbst das kann ich mal. Schaltet Heldenrangliste frei. Wo Erfolge. Achso, da kann ich die dann einlösen, ne? Lagerkapazität der Materialien. Mache ich das mal. Den Heldenrang und das Lager erweitern. Scheint mir auch sinnvoll. Ansonsten hier unten geht noch nichts. Schatzkammer. Fürs Hauptquartiervermögen. Nee, mal mit. Alles mal mitnehmen. Da fehlt mir jemand, da fehlt mir jemand. Der fehlt mir auch noch, der... Für eine Prophezeiung. Eine Bibliothek kann ich bauen. Scheint ganz interessant. Ich glaube, für das Monstereinträge findet man dort. Das freut mich. Habe ich beim letzten Mal gar nicht mehr so gebaut. Aber das scheint mir doch ganz sinnvoll zu sein. Hauptquartiervermögen. Ja, dann machen wir das mal noch. Dass es vorangeht. Mit den Erträgen. Nun gut. Da haben wir noch ein bisschen was investiert. Jetzt kann ich nochmal hier bei dem Helden. Jetzt kriege ich ja scheinbar was für meine Erfolge, wenn ich das richtig verstanden habe. Bei dem sehr gruselig aussehenden Menschen hier.
Gamine-Kron. Rangfolge. Meisterheilung, Francesca. Okay, das habe ich jetzt freigespielt. Cool. Echt, Francesca hat so viele Gegner erledigt. Nicht schlecht. Das ist mal interessant zu sehen. Aber ansonsten... Enjoying yourself. Okay, gut. Also hat's nicht wirklich was gebracht, diese Rangfolge. Aber okay. Ich hab's mal ausgebaut. Rezepte habe ich, ja. Alans Unterwäsche. Vielleicht braucht man das noch. Vielleicht kann ich die Bücher in der Bibliothek abgeben, die ich hier so... Hier, dieses ausgeblichene Buch. Gibt es jemanden, der sich mit Büchern auskennt? Ah, okay. Dann doch mal in die Bibliothek gehen. Ich kann... Zweite Ebene? Was ist... Bin ich auf der ersten? Ja, ich bin auf der ersten, okay. Hätte einfach hochgehen können, aber... Das wäre doch zu einfach. Bibliothek. Wo ist die Bibliothek? Gute Frage. Wird mir nicht angezeigt. Dann gucke ich mal die einzelnen Zimmer durch. Das sieht nach Bibliothek aus. Sehr gut. Hallo, mein Freund. Die Bibliothek benutzen. Du kannst in der Bibliothek auf verschiedene Ressourcen zugreifen. Gegnerbuchinformationen zu besiegten Gegnern. Fischbuchinformationen zu gefangenen Fischen. Alte Bücher gib sie Mariette, um sie lesen zu können. I get so excited when I find a book I haven't read before. Thank you so much. 5 alte Bücher gespendet, das Found any books you like? Jetzt möchte ich die auch lesen. Altes Buch. Wahrscheinlich gibt es so Hintergrundinfos. Die Geschichte des Königreichs Eukris. Haben wir jetzt Geschichtsstunde ein bisschen, dass ich was vorlese. Chronik von Nordistar. Ultimative Körperkonditionierung für ultimative Magie. Mysteriöse Tafel. Eine Steintafel mit uralter Schrift verkündet, sammle und es wird wiederbelebt. Tief in den Höhlen einer uralten Zivilisation entdeckt, befand sich die Tafel im Besitz eines reichen Sammlers, bis sie von Dr. Corqueen entdeckt wurde. Die der mysteriösen Abbildung sah, einen Vortrag über Baikoma-Legenden begann und fast gewaltsam über die Übergabe der Tafel sorgte. Die Tafel scheint Geheimnisse uralter Baikoma zu beschreiben. Das Rätsel ist aber noch ungelöst. Gastronomische Odyssee. Ah. Okay. Ist auch nicht so spannend. Ich glaube, das kann man beides mal lesen. Bisschen Hintergrundinfos. Das Königreich Eukris soll im Sonnenjahr 565 von König Dias Sarius gegründet worden sein. Angeblich entstammt er einer Familie wohlhabender Händler. Obwohl einige Quellen abfällig behaupten, er habe den Thron gekauft, ist nicht abzustreiten, dass seine Fähigkeiten, verschiedene Nationen, Fraktionen und Völker zu vereinen, ausschlaggebend war. Der Name Eukris ist angelehnt an ein uraltes Reich, das in den gleichen Landen existiert haben soll. Seit jeher bemüht sich Eukris um freundliche Beziehungen zu seinen Nachbarn, begrenzt die Größe seiner Armee und heuert Söldner an. Und doch wuchs der Einfluss des Oberhauses stark und so nahm unter der Herrschaft des dritten Herrschers, König Altasarius, die Macht der Krone ab und die Korruption des Adels wurde offensichtlich. Als die 5. Herrscherin, Königin Sascha Sarius, den Thron bestieg, festigte sie die Macht der Krone, indem sie mit Hilfe von Reuland, einem Offizier ihrer Armee, mehrere einflussreiche Lords beseitigte. Im Sonnenjahr 638 wurde die Hauptstadt Hishan von einem
von einer schrecklichen Flut zerstört. Angesichts der Zerstörung ließ König Jul Sariru die alte Stadt zurück und erbaute Hishan neu. In Geschichtsbüchern ist seine bemerkenswerte Errungenschaft als Wunder von Hishan bekannt. Okay. Das ist also das östliche Reich, wo wir uns gerade bewegen. Dass da es mal eine kleine Einführung gab. Im Sonnenjahr 527 gründete Fresia Fury Norristar. Im Sonnenjahr 545 entfachte die Drachennation von Kenan den Krieg zwischen Kenan und Norristar, da sie behauptete, das Territorium hätte schon immer Kenan gehört. Zu Beginn des Krieges hatte Kenan die Oberhand, doch war es Max Kellan, ein niederer Leutnant, dem es gelang, Norristar in heldenhafter Bemühungen erneut erstarken zu lassen. Mit blitzartigem Aufstieg zum Rang des Generals konnte Max Kellan das Blatt wenden und den Konflikt beenden. Wahrscheinlich Max, nicht Maxi. Im Sonnenjahr 562 wurde ein Angriff auf Norristar durch das Galdenische Reich durchkreuzt, als König Estaruk mit seinen Streitkräften loszog, um die Angreifer zurückzuschlagen. Auch nach Ende des Krieges war er sich der Gefahr durch Galdea bewusst, weshalb sich König Estaruk um ein Bündnis mit Eukris und sogar Kenan bemühte und so die Liga der Nationen gründete. Eine zweite imperiale Invasion wurde im Sonnenjahr 582 zurückgeschlagen, jedoch flammten im Sonnenjahr 590 erneut Streitigkeiten zwischen Norristar und Kenan auf, weshalb Kenan die Liga der Nationen verließ. Weitere Feindseligkeiten folgten im Sonnenjahr 619 mit der dritten Invasion durch Galdea. Eine Hungersnot führte jedoch zu einem Rückzug aller Truppen. So, da haben wir ein bisschen Geschichtsunterricht gemacht. Zum Einstieg ein bisschen Geschichtsunterricht, wo man einfach mal feststellt, alle hassen sich und das seit Jahren. Der Frieden. Der Frieden ist eine. Wie soll man sagen? Der Frieden ist brüchig. Auch in der Liga der Nationen scheinbar, dass sie auch nicht so geeint auftritt. Das freut mich. Ja, komm, leg los. Hab schon wieder einen trockenen Hals hier. Meine Fresse. Also wie gesagt, wir haben ja beim letzten Mal rausgefunden, dass es hier ganz schön korrupt zur Sache geht. Ups, raus bin ich nicht. Dass es hier ganz schön korrupt zur Sache geht. Und der König halt nicht sehr durchsetzungsstark ist und dadurch auch leicht beeinflussbar ist. Und es gibt da einen Berater, der ihn nicht zum Wohle des Landes berät, sondern eben zum Wohle seiner eigenen Geldtasche oder seines eigenen Geldbeutels. Und das haben wir jetzt aufgedeckt und das wollen wir natürlich dem König berichten. Dass da ein bisschen Korruption vorgeht. Well then, Your Majesty. Also Harlan ist der Böse. All of Eukris awaits your word, for your actions this day could herald a bright new era for our kingdom. Ja, und für deinen Geldbeutel, mein Freund. I understand that Duke Aldrich's research into new uses for runelands is making great strides. I'm endlessly impressed at your ability to vomit out nonsense you don't believe in. Oh, you're a politician born and bred. Aber sowas von. Merely a swindler. How many times must I remind you that you are here as an observer, Countess? Your Majesty, in light of the Countess's continuous interruptions, I suggest you have her removed. Your father would not have tolerated such impudence from a guest. Of that I am certain. Ja. But. Ach Mensch. If anyone is removed here, it will be you, Lord Harlan. Diese Schott. How dare you? Wie könnt ihr jetzt wagen? You're up, Noah. Go get him. Lord Harlan is a traitor who has conspired to sell out Eukris to Duke Aldrich for his own personal gain. Traitor?
personal gain? What? Who do you think you are? The fact you cobbled together some pathetic army out of defeated troops gives you no right to speak to me so. Unless you come bearing proof of this outrageous claim, I suggest you take your seat! Da ist jemand aber ganz schön sauer. Hier, der Beweis. My proof is this contract, sent by Duke Saldric to Lord Harlan. It says, and I quote... And I quote... Should Lord Harlan secure Eucris's surrender, he shall retain his wealth and status, and be given high standing after the dissolution of the Shirith dynasty. It's all right here on the page. This, well, the handwriting does seem to match the letter I received from the Dukes. You damnable varlet! Where did you get that? Du verdammter Halunke. Okay, das wollte ich jetzt nochmal lesen. Verdammter Halunke. Oh nein, aufgeflogen. It seems you are familiar with this document, Lord Harlan. No, of course not. You betrayed me, Lord Harlan. Betrayed your king and your kingdom. Everything I have done was for the benefit of you, Chris. You must believe me. I... Cassius! Guards! Ergreift ihn! Prepare the special chamber for Lord Harlan. I have a great many questions to ask him. You have it all wrong! I am no traitor! In fact, had your father still reigned, this need never have happened! Guten Morgen, Jess! Und danke für dein Lurk! Spaß. But instead, we have you, Yuma. You! And you, Chris, cannot persevere with an heir so foolish and feckless. You are driving our kingdom to ruin. What choice did I have but to ally with the Empire? Okay. Get him out of here! Now! Da hat jemand aber ganz schön viel Wut im Bauch. Muss er rausgeschoben werden. Do you understand now, Yuma? I mean, Your Majesty? Now that you've seen the contract, are Dukes Aldrich's motives not exceedingly clear? The man has no intention of allowing the Shirith dynasty to continue. Such treachery. If the Dukes was willing to do away with the royal family, what would he have done to us? Fragen über Fragen hier wieder. I choose to do all in my power to help Commander Noah of the Alliance. He's a man I can count on. And I will fight at his side. Ah, Periel, ich kämpfe nicht so gerne mit dir. Ich hätte dich gern lieber raus. Oh. Apologies, Periel. Apologies, Lord Counselors. I need a little more time. Mensch, sei doch mal König und entscheide jetzt there was. There might yet be truth to what Harlan said. Ugh. Well, so much for that. I knew Yuma struggled with decisions, but I had no idea he was this bad. Still, we've done all we can for now. Lord Harlan is in custody, so I will spend the night here. The rest of you may make yourselves comfortable. Just stay out of the back chamber. Oh, come on. I bet there's rows of beds in there. You can spare one. Fine, but just the one. Und wir dürfen auf dem Boden schlafen, oder?
Komm, ich gehe trotzdem mal nach hinten. Okay, da ist aber nichts. Oh, schade. So, also, okay, es ist immer noch keine Entscheidung gefallen, obwohl es offensichtlich ist, dass der Duke Aldric hier einmarschieren möchte und alles platt machen möchte. Aber der kleine Yuma braucht noch etwas Zeit für seine Entscheidung. Was will man dazu sagen? Die Nacht im Gasthof. Nee, ich soll hier hinten hin. Irgendwas ist hier. Ach! Unser König wirft Steine ins Wasser. Noah. Are you all by yourself? I am. They changed the guards around this time, which gives me an opportunity to slip away. Huh. Jetzt reden wir auf ihn ein. It's been my chance to go on little adventures ever since I was a child. Not that I've ever left the palace grounds or anything. That would be much too scary. In fact, this right here is about the extent of my adventuring zeal. I spoke to Melridge and learned of how you and Periel snuck into Harlan's manor to secure the contract. So what haben wir gemacht, ja? Periel really trusts you, doesn't she? No, more than that. She relies on you. Das ist richtig. How I envy that. Doesn't she rely on you too? I mean, you're the first person she turned to when Galdea attacked, and she's still appealing to you now. She must really trust you. I would be delighted if that were the case, but is it really me she was counting on? Or did she merely turn to me because I happen to be the person on the throne? I adore Periel. The way she's always spoken her mind, even when we were children. Despite growing up in circumstances not unlike mine, she's never afraid to be herself and do what she wants. She's ever pushing forward. Well, I'm from a small village, so I can't imagine what you've been through, but you look like a fighter to me. Is that not the case? Oh, heavens no. I'm worthless. Everyone thinks so, and they're quite right. Oh, I made a few clumsy attempts when I first inherited the throne, but I was never able to rule skillfully as my father did. And now, at the time of my country's greatest crisis, I still can't make up my mind. Instead of deciding, I fixate on all the tragedy my decisions might cause and simply freeze. Harlan had the right of it. I'm a feckless fool of a king. Who would ever follow a ruler like me? I just... That isn't true! Wir werden belauscht, oh nein. That just isn't true. You aren't a bad king at all, your majesty. Nein, das ist ja seine Zofe war das, glaube ich, ne? You are absolutely and completely wrong about yourself, and you mistake your kindness for weakness. I know how hard you work at being king. I know better than anyone, so please don't speak ill of yourself. It's everyone else's loss if they don't understand what a wonderful ruler you are. Thank you, Yulin. But I will never live up to my father. Oh, noch mehr. There's wisdom in her words, your majesty. People have you wrong. Indeed, you have yourself wrong. Was kommt denn da noch alles aus dem Häuschen? Was hat sich da noch alles versteckt? Now, I grant you may not currently be ruling with the skill and finesse of your father. But you're holding yourself up to a monarch with years of experience already behind him.
Surely you can see how superficial it is to compare that man to a king who has taken but the first steps of his reign. A fledgling knight is no match for a hardened veteran. And yet, the youngster possesses something the veteran does not. A future. And I would not have you discard yours so lightly, my king. Oh, Melridge. Yulin? Oh, forgive me, your majesty. I was dreadfully out of line to speak to you like that. I will accept any punishment you see fit. Der freundlichste König wird ihr bestimmt keine Bestrafung geben. Then your punishment is to tell me the truth. Do you really believe I can become a good king? Of course I do. You will be a kind king and a great one. I'm sure of it. Thank you. I will. Or at least I shall try to. Ich werde es versuchen. Oh. I cannot express what an honor it is to fight alongside a man of your esteem, General Goldwyn. Krisengespräch beim Galdeischen Reich. If I may, General, I hear we'll be entering Eucharist territory soon. When do you anticipate being able to report our victory to Duke Aldrich? I must contemplate how best to compose the message. It is folly to contrive victories from unfought battles. A warrior must approach every enemy with equal sincerity. So sieht's halt nämlich aus. Could Eucharist field who has any hope of victory against you? General Cassius is a steady hand who commands the love of his men, and I hear the kingdom is home to another formidable mind as well. And also, yes, I take to the battlefield for our Emperor. Despite the great pains Aldrich went through to convince His Excellency of this campaign's merit, I do not fight for the Dukes. Aha. Okay, also sie machen sich schon bereit, hier einzumarschieren. Alles klar. Also wird jetzt die nächste große Schlacht willkommen. Oh, good morning, all. I take it you spent the night here? Guys, you are not gonna believe this, Periel! Ow! Loose lips, darling. Come, Noah. We're leaving. So, wo gehen wir denn jetzt hin? So, wie wird das ausgehen? Doch kein weiterer Dialog. Okay, dann halt nicht. Also wir werden jetzt in den Krieg ziehen. Also jedenfalls nicht Krieg vielleicht, aber in die Schlacht. Um halt Eucharist zu verteidigen. Darauf wird es doch hinauslaufen, dass wir gegen Goldwyn in die Schlacht ziehen. Announcing His Majesty, King Yuma. Have you reached a decision, sire? If you require a messenger to go to Duke Aldrich, I am yours to command. This is it. What's it going to be? Was machen wir? I come bearing urgent news. Your Majesty, it seems an Imperial expeditionary force has been sighted. It is under the command of General Goldwyn, and outnumbers our army 2-1. 2-1 überlegen, ach du meine Güte. Numbers and General Goldwyn. The man is said to be invincible. Das sieht nicht gut aus. Your Majesty. I've always been a worthless man, Periel. I am incapable of making decisions and paralyzed with fear of how others might view me.
I have ever been a coward. I acknowledge this. General Cassius? Yes, my king. Melrich? Mm-hmm. Your Majesty. For a period of 2 weeks, beginning now, I entrust to the two of you the entirety of my royal authority. You are to make every decision, for I have no doubt you are more capable of selecting the right choices than I. Mm-hmm. Call it a coward's conviction if it please you. Regardless, it is the best decision I can muster. Einfach delegieren alles. What folly is this? Has His Majesty taken leave of his senses? Royal authority to a mere general and a lecturer at the Studium? Say the word, Your Majesty, and we lords are ready to lead in your stead. Ach so, mir. Both of you must refuse this. It will plunge the kingdom into chaos. Folly from your fool of a king. Yet all the more reason to do it. Pitiful I may be, but I beg of you to save our kingdom. But are you quite certain? After all, what's to stop the general and myself from eliminating you should we come to enjoy this little taste of power? If that is your choice, then so be it. Were you to do such a thing, I believe it would be for the sake of the kingdom. Your Majesty. Long have I sworn my service and loyalty to House Sheerith, Your Majesty. But now, I pledge it anew to you, Yuma Sheerith, the man before whom I now take the knee. I shall answer the trust you have placed in me. With all of my heart and ability. Sehr loyal, die Leute. I do not know if my talents are worthy of the faith you place in them, Your Majesty. In fact, it speaks to their inadequacy that I have so clearly misjudged you. And for that, I must atone. Whatever shreds of wit and talent I still possess, I swear to you. As if any of this gives us a chance against the Empire! Your Majesty, it's not too late. We can still draft a letter of intent to Dukes Eldrick and... Sei doch nicht so feige. Sei nicht so feige. Successfully defending this kingdom will require the full efforts of her people and the full unity of her spirit. The army will be mustered. And the realm's efforts devoted entirely to its defense. Any who choose to publicly object to His Majesty's wishes will be executed on the spot. So, Vorbereitung für die Schlacht. We did it! Now we can finally fight back! I'm not certain such jubilant optimism is appropriate. As General Cassius noted, it will require all the strength you, Chris, can muster to have even a chance of victory. Wir werden an eurer Seite kämpfen, dann bereiten wir uns auf einen harten Kampf vor. Nun, viel Glück dabei. Natürlich nicht. We'll be right beside you. Kämpfen natürlich mit. This is everything we've been striving for. Then allow me to formally request the support of the Alliance. You shall have it and more. We'll return to the inn and have Janequist beat the muster drums. Wunderbar. Los, 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 los. Dann wird ja gleich die Action hier abgehen. Das ist dann die erste Schlacht außerhalb der Tutorial-Schlacht. Wo man glaube gar nicht mal so viel falsch machen konnte. Jetzt kommt die wirkliche Probe. Ob ich es kann.
ob ich große Schlachten schlagen kann. Da bin ich mal sehr gespannt, was auf einen zukommt. Schon voll vorbeigerannt am Gasthaus, das ist ja auch wieder. Nun gut, Orientierung halt, ne? I shall contact Emir and have him commence preparations straight away, my lady. Send me. I'll get your message there safe. Okay, also Truppen haben wir ja genug. Alles in Gang setzen, bitte. Ich bin bereit. Do it. Ich habe zwar nicht gespeichert, aber ich bin bereit. Let's go beat 'em like a dirty carpet. They are certainly in for a surprise. Those thugs will finally get what's coming to them. Let's serve up some justice. Ja. Okay, wir sehen jetzt, Sabine ist angekommen. Unsere Truppen machen sich auf den Weg. Die Truppen von Eucris werden eingeschworen. Eucris heißt es ja, Eucris. You ready, Noah? I think Periel already took off for the palace. Ja, muss ja, ne? Die zweite Schlacht. Die Bedingungen, eine Gruppe zu erfüllen, wurden nicht erreicht. Okay. Ja, weil Periel halt wieder raus ist, ne? Ja, ist okay. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Palast. Mal wieder. So ein bisschen hin und her laufen hat das hier gerade was, ne? Und dann sollte es doch, glaube ich, losgehen. Es sei denn, sie haben natürlich noch ein bisschen was zu erzählen. Schnackseln ein bisschen rum. Dann schaffen wir auch die erste Stunde ohne Action heute. Ohne einen Kampf. So, jetzt aber. Let us review our strategy. Okay, bin ganz Ohr. We face a war of attrition. Unfortunately. Haishan was not built to be easily defended. Haishan, ich habe mal Haishan gesagt. Therefore, we must meet the Imperial host on the field and strive to buy time while minimizing our casualties. Mhm. We leave this in your capable hands, General Cassius. His Majesty's troops are kith and kin to me. I'll not let a single man die in vain. I trust messengers have been dispatched to Norrister and Kinan? They have, but neither will act until we prove our mettle, which is why this first battle is pivotal. Our enemy is a general both seasoned and clever, and he will not rely on superior numbers alone to deliver victory. We must whittle away at their strength now, then turn the war of attrition which follows to our advantage. Which is where we come in. Right? Correct. We are counting on your ambush to throw the battlefield into disorder. Do not let us down, Commander Noah. Alles klar, kriegen wir hin, kein Ding. We won't. We're ready. Wir lassen euch nicht im Stich. Melridge. Noah. Pray, bring us victory and return home safely. Thank you, Your Majesty. If my projections are correct, this battle may be over far sooner than we all dare hope. Projections? Reporting, sir! The Imperial Army has arrived and is forming up just where you said they would! Then we'd best get started. Okay, auf geht's. Are you ready, Commander? Yes. Tun wir es. Let's do this. Was soll schon schief gehen? This day we fight for our homes, for our king, and for the future of our country! The Imperial Army's here. Oh, die sind aber sehr groß.
So it's war, then. I assume their forces would throw down their arms and flee, rather than take the field for such a weakling king. Perhaps they found a more inspiring leader. Fortune smiles upon us this day, General Goldwyn. The honors of a battlefield victory are ours for the taking. Eieiei. Ach, Zane ist auch wieder dabei. Okay. Legionsbefehle, oh Gott. Besondere Befehle, die dem Legionskommandanten und Unterkommandanten zur Verfügung stehen. Du kannst sie beim Bewegungsschritt aktivieren, bevor du Kampfbeginn auswählst. Die rote Wutleiste füllt sich, wenn deine Truppen Schaden erleiden. Und die blaue Moralleiste füllt sich, wenn sie Schaden verursachen. Wenn sie voll sind, kannst du ihre Befehle einsetzen, die einen Zug lang anhalten. Wutmodus erhöht den Angriff, Moralmodus hindert den Gegner am Fliehen. Einer gegen... Ach du meine Güte. It is an honor for you to lead my vanguard, Lieutenant Kessling. I expect your rune tank to earn us a great many accolades. About that, sir? The rune tank isn't really designed for solo combat. It requires a lot of infantry support, so... I was not speaking to you, soldier. Well, young Sion, what do you say? Will you fight for the glory of your house? As you command, sir. Hildi, Valentin, gather what troops you can. At once, Lieutenant. By decree of the Emperor, you may submit peacefully to Galdia's glory, or be crushed beneath her heel. Diese Akzente auch immer. Gottes Willen, wie soll ich das denn schaffen? Moven wir einfach mal rüber. Also Kampfbeginn. Und greifen an. Den Panzer erstmal an. Hätte ich mal vorher schon die Runde machen sollen, anstatt stehen zu bleiben. It's time. Give the signal. Looks like we're up. Let's go. Ja. Jetzt kommt die Verstärkung. Von der Seite. What? A second force? Where the hell did they come from? Mercy tactician signal. Come on, boys. Let's honor our contract and show these imps the color of their own guts. Oh, noch mal Barnard. Barnard. An ambush. What impudence. Da fällt die Moral, oder was? This is the moment we've been waiting for. Advance. Vorwärts. Jetzt geht's los. Stand your ground. I will deal with this ambush myself. Are the troops holding up? We're ready to move whenever. Though if you ask me, that move should be to turn and run. You forget yourself, second lieutenant. The enemy has been sighted. Prepare to attack. Eieiei, das knallt ja hier ganz schön. Okay, die ziehen sich zurück.
Die kommen hier hin, dass wir die einkesseln und der muss stand. Der greift da an. Obwohl, wir könnten die auch einkesseln, aber die werden das schon schaffen. Und wir gehen dann... kesseln die vielleicht von hinten ein. Mal gucken. Pull yourselves together, you sloppy fools! His Grace the Dukes is expecting a great victory from me! Schauen wir mal. Ach so, die waren zu zweit. Okay. Da waren zwei drin. Hey, dann hätten die ja auch schon von hinten angreifen können. Oh, die kriegen ganz schön auf den Sack. Die müssen sich auch zurückziehen. Oh, das läuft aber gar nicht gut hier. Hoppla. Ja, ist aber auch schwierig. Die sind jetzt zu dritt halt, ne? Okay, machen wir das nicht. Was machen wir mit ihm? Der hat nicht mehr so viel Kampfkraft, ne? Also die darf nicht eliminiert werden. Der ist eigentlich egal. Eieieiei. Oh, der ist ja wirklich fast weg. Ja, die sind halt zu dritt, das ist schwierig. Da kommt man nicht gegen an. So, die da oben haben sich zurückgezogen. Uiuiuiui. At last, some damn order. Now form up and prepare for the next. If you have finally regained control of your troops, General Chapel, then prepare to withdraw. We are finished here. Okay. What? Wir sind hier fertig. Learning the true strength of our foe is victory enough for the day. It has not come without cost. But to persist further would only result in needless bloodshed. Mm-hmm. We maintain the upper hand and are in no particular rush. Additionally, the sun has begun its descent, and I've no desire to fight in darkness on unfamiliar terrain. We... Fine. Retreat! Fall back, you dogs! Look at him run! Ja, so ganz cool waren wir aber auch nicht. Na, bin ich ganz zufrieden. You
sure showed him, cousin. A victory on the Alliance's very first deployment. Let's not press our luck. An overzealous attempt to pursue General Goldwyn may end poorly. All units, fall in! You fought bravely and well this day, and you, Chris, thanks you for it. Now, we return to Haishan triumphant. Ja, okay, Bob. Ich bin jetzt nicht so ganz zufrieden mit der Leistung, aber scheinbar hat's gereicht. We did it! We set him running for the hills! And more importantly, everyone is safe. Is this victory real? I can scarce believe it. It is only one battle behind us, Your Majesty. The war ahead will be nothing to celebrate. It disheartens me that our ambush did little to face General Goldwyn's troops. He truly is the military titan, they say. Yeah, even I've heard of the guy. So I guess today didn't amount to much more than an ugly introduction. Let's not diminish the significance of forcing a retreat in our first battle. I've already made arrangements to inform the other members of the League. And trust, the news will change their countenance for the better. Mm-hmm. If I may, who are those other reinforcements, and why did you not mention them? I'm guessing you mean me. Allow me to introduce Captain Bernard Sawad of the White Sands Mercenary Company. I reached out to him some time ago to secure his services. Oh, and if you're worried about the mercenary part, I promise you this. A Sawad never breaks a contract. Okay. You hired these sellswords, Melridge? Oh, einfach schon mal pro forma angeheuert. I managed to divert some funds their way, yes. A bit from the Royal Treasury and more that was earmarked for the Studium and Archives. I figured the forthwith confiscation of Harlan's estate would sufficiently refresh our coffers. Well, I suppose I did give you my royal authority, but I'm still pleased to see you wielding it with such wisdom. Just do see the ledgers end up balanced, yes? Don't spare it another thought, Your Majesty. That's something I'm quite confident I can manage. Yep, still incorrigible. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen. Über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.